Malte Semisch, Glückwunsch zum Sieg. In der ersten Halbzeit bedarf es aber einiger Paraden von dir, damit wir überhaupt 14-13 in die Halbzeit gehen konnten. Oder wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, Eisenach hat halt gut angefangen. Die sind gleich in Führung gegangen und haben halt alles gleich am Anfang investiert. Und ja, ich denke, man merkt bei denen auch den Trainerwechsel, dass das denen gut getan hat. Und es geht halt für die um alles. Und ja, dann ist es kein Wunder, wenn die halt auch mit 100% gleich starten. Genau, kann man vielleicht dann auch gar nicht mehr erwarten, als ihr es jetzt in der ersten Halbzeit gezeigt habt? Und muss man, oder seid ihr so kühl mittlerweile, dass ihr wisst, naja, nach der Pause läuft es schon so ähnlich wie in Stuttgart, oder ist das eher ein sehr gefährliches Spiel? Ich denke, das ist sehr gefährlich. Ich meine, es ist schön, wenn wir so eine Nervenstärke haben, dass wir in den zweiten Halbzeiten die Spiele entscheiden, aber auf Dauer wird das wahrscheinlich nicht immer gut gehen und deswegen... Ich meine, immerhin sind wir diesmal ja mit dem Vorsprung schon in die Halbzeit gegangen und es ist ja auf dem Weg der Besserung und nächstes Mal machen wir dann ein ganz klares Ding. Okay, die Leistungssteigerung wird es wahrscheinlich dann auch in Gummersbach bedürfen. Die zwei Punkte heute und auch die zwei Punkte in Stuttgart, was bedeuten die jetzt in der Tabelle und für die weiteren Spiele? Ja, ich denke, dass wir uns erstmal nach diesem schwierigen Programm mit Kiel und Flensburg und Göppingen, waren das jetzt also welche Muss-Spiele und da ist ja der Druck mal besonders hoch. Wir müssen gewinnen, diese Spiele, und ja, das haben wir jetzt geschafft und jetzt haben wir uns nach unten ein bisschen abgesichert und vielleicht kann man jetzt in den zweieinhalb Wochen noch mal ein bisschen nach oben schielen und dann gucken, was in Gummersbach geht. Ja. Da sind wir sehr gespannt. Viel Erfolg und nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Dank.